Mein Name ist Hans Schriefers. Ich mache seit 6 Monaten jetzt meine Abschlussarbeit oder meine Masterarbeit am FZI und beschäftige mich da mit dem automatisierten Fahren hier am Demonstrator mit einem neuronalen Netz. Das ist so das Besondere an dem ganzen Projekt. Prinzipiell gibt es die Möglichkeit, das Auto manuell zu fahren. Also man sieht dann das Bild der auf dem Fahrzeug montierten Kamera. Daraufhin kann dann der Fahrer entsprechend steuern, Gas geben und so weiter. Und mein Ansatz war jetzt einfach, dieses Bild zu nehmen, genau das gleiche. Das geht dann in ein künstliches neuronales Netz. Das neuronale Netz berechnet dann Lenkradwinkel und Gaspedalstellung und ermöglicht damit eine autonome Fahrfunktion auf diesem hier am FZI aufgebauten Kurs. Wir haben da drüben das Fahrzeug, auf dem ist die Kamera montiert und das Bild wird dann live auf den Fernseher hier übertragen. Zunächst hat dann der Fahrer die Möglichkeit, manuell das Fahrzeug über den Kurs zu steuern, also hier über das Lenkrad, über das Gaspedal entsprechend Gas zu geben. Und der Ansatz meiner Arbeit war dann eben eigentlich genau das gleiche machen, das Bild als Eingangssignal mit einem künstlichen neuronalen Netz eine Quer- und eine Längsregelung zu realisieren und damit das Fahrzeug dann autonom über den Kurs fahren lassen zu können. Ich finde es vor allem cool, dass es halt am Ende sich auch was bewegt. Also es ist nicht nur Theorie, wo man irgendwas simuliert oder nur am Rechner was machen kann, sondern am Ende kann man das umsetzen und kann wirklich live auf der Strecke sehen, ob das Ganze, was man gemacht hat, funktioniert oder ob das nicht funktioniert, wo man es verbessern muss. Das finde ich sehr spannend irgendwie. Ich bin der Lukas Haufer, ich bin hier am FZI als Hilfswissenschaftler tätig in diesem Projekt. Generell schreibe ich auch meine Masterarbeit neben mir hier. Wie gesagt, in diesem Projekt als Hilfswissenschaftler nebenher. Ich bin so ein bisschen verantwortlich für den Gesamtaufbau, also für die Modellbaufunktionen. Habe quasi vor 2,5 oder 3 Jahren hier angefangen mit wirklich dem groben Aufbau. Ja, seitdem hat sich sehr viel verändert, aber es war immer ja, sehr spannend, das mitzuverfolgen und hier zu arbeiten. Ich finde einfach die Atmosphäre hier ist echt klasse. Es sind sehr viele junge Leute, motivierte Leute, mit denen man gut was schaffen kann und ja. Also generell fand ich es echt spannend, weil wir, wie gesagt, vor 2,5 Jahren so angefangen haben, nur zu zweit an dem Projekt und wir hatten wirklich freie Hand, die Komponenten auszusuchen, wirklich das Projekt mitzugestalten und es war nicht so, dass man wirklich nur einen Mini-Teil irgendwo mitarbeitet, sondern man konnte wirklich das gesamte Projekt mitgestalten und so neben dem Studium her was zu haben, wo man sein gelerntes Wissen anwenden kann und alles. Ja, fand ich echt klasse.